Journalistin. Das böse Internet verblödet unsere Kinder, warnen Kritiker, animiert potenzielle Amokläufer und klaut uns jede Intimsphäre. Aber es ist auch kreativer Spielraum und ermöglicht ungeahnte Karrieren. Katrin Fricke ist so ein Star im Netz. Unter dem Namen Cold Mirror stellt sie ihre selbstproduzierten, ziemlich schrägen Videos ins Internet. Und gemeinsam mit UFM, der jüngsten Radiowelle des HR, ist sie jetzt für den Deutschen Radiopreis nominiert für ihre innovativen Ideen und ihren ganz speziellen Witz. Hi, ich bin Cold Mirror und ich zeige euch heute im UFM Gamecheck Angry Birds. Sie gibt das verrückte Huhn, parodiert Werbespots. Nonsens ist ihr Lebenselixier. Sie macht Präsidenten zu Rappern. Ich bin Black und ich bin ein Star. Mein Name ist Barack Obama. Ich bin der Präsident von Amerika. Au! Cold Mirror, so nennt sie sich. Katrin Fricke, 26 Jahre, Studentin der Philosophie und Kunstwissenschaften. Sie zeichnet, schreibt, liebt Hörspiele. Und seit sie 14 ist, dreht sie kleine Filme. Ihre Videos im Internet, millionenfach angeklickt. Das hat sie gerettet. In schwierigen Zeiten. Ich habe aber keinen Sinn in meinem Leben gesehen. Ich dachte, ich versauere als irgendeine, keine Ahnung, Verkäuferin und zeichne vielleicht hobbymäßig nebenbei und mache mal da meine Filmchen. Und jetzt ist das Hobby, was ich damals hatte, mein Beruf geworden. Und ich kann damit Geld verdienen, ich kann davon leben. Und das war damals ein Traum für mich. Hier ist Rob Green und ich weiß, ihr wartet drauf auf Cold Mirror. Sie checkt für euch die 2009 hat UFM, die Jugendwelle des Hessischen Rundfunks, Katrin Fricke alias Cold Mirror für sich entdeckt. Jetzt testet sie etwa Computerspiele fürs Radio und das Internet. In diesem einfach gestalteten 2D-Spiel geht es überraschenderweise um Pflanzen, die gegen Zombies kämpfen. Die Zombies wollen in euer Haus einbrechen und euer Gehirn fressen. Das wollt ihr natürlich nicht. Einmal im Monat gibt's den Spieletest und vieles mehr in der Cold Mirror TV-Show auf 1 Festival. Besonders beliebt ihre Misheard Lyrics, missverstandene Popsongs. Ich kann ganz viele Leute damit erreichen. Ich lerne so viele neue, tolle Leute kennen. Ich kriege E-Mails von Jugendlichen, die sagen, hey, mir geht's gerade total scheiße, aber wenn ich deine Videos sehe, muss ich immer lachen und ich helfe damit dann auch irgendwie anderen Leuten, was auch vorher nicht meine Intention war. Aber ich freue mich dann da natürlich drüber. Gefreut hat sie sich auch, als sie von der Sportschau aufgefordert wird, bei der Frauenfußball-WM mitzumachen. Und so füllt Cold Mirror die Halbzeitpausen mit ihrer sehr eigenen Version von Beethovens Ode an die Freude. Immer lustig und gut gelaunt? Von wegen. Als Teenager hat Katrin Fricke alias Cold Mirror nicht viel zu lachen. Ihre Eltern streiten sich häufig, dann die Scheidung. Später verunglückt ihre Schwester bei einem Verkehrsunfall tödlich. Ich war richtig depressiv und habe dann angefangen, irgendwie ganz fiese Kreaturen zu zeichnen. Ich habe irgendwie blutige Zombies gemalt und sowas. Also ganz viel Totenköpfe, ganz viel Blut, ganz viel ganz irgendwie entstellte Sachen auch. Also 2002 war für mich mein Tiefpunkt, weil ich da wirklich gedacht habe, ich bringe mich jetzt um, weil ich keinen Sinn mehr in meinem Leben gesehen habe. Und hatte dann so einen Lichtblick in meinem Leben, weil ich angefangen habe, Harry Potter zu lesen. Das klingt zwar total albern, aber dann war ich so, okay, ich möchte wissen, was im nächsten Buch passiert. Das kaufst du dir jetzt auch noch, so lange bleibst du noch am Leben. Oh, ist mir langweilig. Ich dreh mich mal. Und Harry Potter macht sie bekannt. Sie synchronisiert die Filme neu und stellt sie ins Internet. Hey, wo ist der Kerl? Harry? Bist das du? Ja. Also, wie geht's dir so? Ich hoffe gut. Ja, muss ja, ne? Ja, also ich wollte nur noch sagen,
Du hast noch eine CD von mir. Ja, kannst gern haben. Ja, gut. Ich vermisse dich so. Mittlerweile synchronisiert sie für UFM Prominente, zu sehen im Internet. Lebenshilfe mal etwas anders. Na, ich bin's, Präsident Obama, und ich wette, jeder von euch kennt das Problem. Man schreibt eine Bewerbung, aber man wird nicht angenommen, weil der Lebenslauf zu scheiße ist oder man hat kein Abitur oder was auch immer. Aber damit ist jetzt Schluss. Ich bin ab heute euer Live-Coach und zeige euch, wie ihr jeden Job kriegen könnt. So, Mr. Obama, Sie wollen also Präsident werden. Lächeln Sie bitte mal. Ja, sehr schön. Gut, danke, das reicht. Fake-Lächeln, okay? Habe ich den Job jetzt? Pass auf, ich habe mir Folgendes gedacht. Einmal im Monat produziert sie schräge Werbespots. So professormäßig, genau. Gedreht wird in einem improvisierten Ministudio des HR in Frankfurt. Am Ende kommt dabei dann sowas heraus. Sägemehl. So frisch. So locker. So holzig herb. So Sägemehl. 0% Fett. 0% Zucker. Keine Kalorien. Sägemehl besteht aus Zellulose mit prosenchymatischen Tracheiden. Der Mensch besitzt dafür kein Enzym zur Spaltung. Deshalb ist Sägemehl unverdaulich. Ich bin überzeugend. Ich kaufe dir Sägemehl ab. Katrin Fricke ist gefragt. Privatsender klopfen bei ihr an. Disney ist am Telefon. Doch Geld ist ihr nicht wichtig. Sie macht nur, was sie will. Was für ein Privileg. Ich würde mich in der Vergangenheit gerne anrufen und sagen, hey, das Leben ist nicht scheiße, dir steht alles offen. Geh einfach mal raus aus dem, was dich kaputt macht. Das geht mir heute immer noch so. Humor hilft einfach, wenn man einfach mal herzhaft lacht, man fühlt sich gleich besser. Humor hilft, ganz klar. Über das Internet ist sie zum Star geworden, ganz ohne Manager und Karriereplan. Wenn ich einen Plan hätte, sagt sie, dann wären mir all die wunderbaren Sachen nicht passiert.